Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir dir drei Abschlussübungen, die ihr zu zweit machen könnt. Ganz genau. Vergesst nicht zu abonnieren und unten in der Videobeschreibung findet ihr noch einen gratis Krafttrainingsplan und eine 10-Punkte-Checkliste, wie ihr ständig besser werdet. Also einfach runterladen und wir starten. Vamos! Bei der ersten Übung geht es darum, dass ihr euch gegenseitig lange Bälle spielt, die ihr dann schnell verarbeitet und dann abschließt. Achtet darauf, dass nach der Annahme so wenig Zeit wie möglich vergeht, bis ihr den Abschluss macht. Bei dieser Übung gilt, Übung macht den Meister. Schaut darauf, dass ihr Spannung im Fuß habt bei der Annahme. Und dann geht es darum, üben, üben, üben. Nicht jede Annahme und jeder Schuss wird perfekt kommen. Das kann niemand. Aber Ziel ist, dass man so konstant wird wie möglich. In der zweiten Übung halten wir den Ball flach am Boden und wir machen drei Aktionen direkt nacheinander. Bei der ersten setzt du dich einfach ab, machst einen Schulterblick, Ballannahme, Schuss. Dann gehst du wieder nach vorne, halst den Ball, setzt dich wieder ab, machst den Schulterblick und schießt nochmal. Und dann machst du den Bogenlauf und dein Trainingspartner spielt dir einen Ball, den du ebenfalls versenken musst. Achte darauf, dass du bei der Ballannahme und so annimmst, dass du danach so schnell wie möglich schießen kannst, dass die Intensität stimmt, also dich schnell absetzt, aber auch schnell entgegengehst beim Prallen. Bei der dritten Aktion solltest du beachten, dass du so schnell wie möglich in den Ball reinläufst mit Tempo und ihn dann auf sichere Art und Weise versenkst. Zusatztipp noch, natürlich auch die andere Seite trainieren, sprich bei mir wäre es jetzt der linke Fuß, also mit dem linken Fuß abschließen. Die Übung wäre dann aber genau die gleiche, einfach von der anderen Seite aus gestartet. Als Variante könnt ihr auch jeweils die zweite Aktion mit dem Prallen und dem Abschluss mehrmals machen, bis ihr in die dritte Aktion geht. Die dritte Übung ist ganz simpel. Hier geht es primär um die Schusstechnik, dass wir da nochmal einen Fokus drauf setzen. Und ich habe es jetzt so gemacht mit Can, dass ich die lange Eck anvisiert habe und da jeweils mit einer Annahme und dann mit rechts geschossen habe. Als Variante könnt ihr natürlich auch mal in die nahe Ecke schießen und mit dem linken schwachen Fuß üben. Das ist euch überlassen, je nachdem worauf ihr den Fokus legen möchtet. Jawohl! Boom! Voll, ja. 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 Ja.
genau. Ein bisschen geredet, weiss, ein bisschen. Feuer ist da gewesen, Feuer. Wie verstehst du das Feuer? Das Feuer ist da gewesen. Das war's mit den drei Übungen. Danke fürs Einschalten. Geht jetzt raus, macht die Übungen nach, bleibt dran und gebt Gas. Vergesst uns nicht zu folgen auf Instagram, zu abonnieren und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.